steht für arrogant, P für die Power. O steht für oh shit, Apo ist sauer. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Was für eine läsche Begrüßung. Liebe Leute, was geht ab, Alter? Wir hatten nichts mehr zum Essen zu Hause. Ich habe mir einfach gerade eine halbe Packung Nudeln reingefahren. Ohne nichts. Ungekocht. Vielleicht weiß der ein oder andere noch, in der letzten Episode habe ich so einen Typen im Video gehabt. War denn das Letzte, was dich so zum Lachen gebracht hat? Als mein Bankberater mich angerufen hat und gesagt hat, hey, wie sieht's denn mit deiner Altersvorsorge aus? Da habe ich nur gesagt, hey, mein Lieber, google doch einfach mal meinen Namen. Das Einzige, was mir da allerdings angezeigt wurde, ist tatsächlich ein Bild von einem extremen Lelek. Und ich habe wirklich so ein kleines Späßchen da wieder gemacht, ne, und habe so gedacht, komm, wenn der hier einen auf dicke Hose macht, dann machen wir mal einen kleinen ironischen Joke drauf. Dann gehe ich auf meine verlinkten Stories und sehe, der Typ hat eine Story gepostet. Dachte, gut, vielleicht hat er das Video gepostet oder so. Guck ich einfach mal rein. Seine Freundin macht Onlyfans, geht unverantwortlich mit seinem Geld teilweise um. Alles cool, aber seine Videos bestehen eigentlich permanent daraus, andere Leute hops zu nehmen, ja, und dann seine 16-jährige Zuschauer sozusagen zu bespaßen. Solche Männer, ja, sind heutzutage da, ja, und quasi die Vorbilder von der Generation. Deswegen geht auch meiner Meinung nach das Land zugrunde. Ganz genau so sieht's aus, deswegen wirtschaften wir das Land jetzt erstmal richtig nach unten. Servus. Servus. Ich finde es manchmal wirklich sonderbar, wie einzelne Wörter bei Leuten so eine Reaktion auslösen können. Über den Typen sage ich mir Spaß, dass er ein Lelek ist, was ich im Übrigen fast tagtäglich über mich selbst sage. Und das Statement ist, dass das Land wegen Leuten wie mir kaputt geht. Alles klar, Digga. Naja, liebe Leute, dann will ich doch einfach mal schauen, was kann dieser junge Mann an Content dazu beitragen, um das Land nicht in den Ruin zu treiben. Und Leute, die sagen, dass Geld nicht glücklich macht, die haben einfach noch nie relevant viel Geld gehabt in ihrem Leben. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Er hat ja auch gesagt, dass der einzige Bestandteil meiner Videos ist, andere Leute fertig zu machen. Und das ist mir ganz wichtig, Leute. Ich glaube, die Leute, die den Kanal hier wirklich lang verfolgen, wissen, das ist alles Spaß, das ist alles mit einem ironischen, sarkastischen Hintergrund. Und es gibt natürlich auch Leute, die verstehen einfach Sarkasmus schlechter oder vielleicht weniger oder vielleicht kennen sie mich auch einfach nicht so gut. Ich habe kein Problem mit diesem Mann, eher offensichtlich eins mit mir. Leute, mir ist einfach nur wichtig, dass ihr wisst, ich habe nichts gegen die Leute, die in meinen Videos vorkommen. Ich mache immer gerne einfach nur ein Späßchen. Aber Maxim, guck mal, es ist eigentlich egal, ob du mit deinem Content jetzt das Land rettest oder das Land nicht rettest. Oder ob du deinem Steuerberater sagen kannst, dass er deinen Namen googeln soll, weil du keine Altersvorsorge brauchst. Es ändert alles nichts an der Tatsache. Guck mal, genau bei solchen Sachen erinnere ich mich zurück auf den Trip, wo ich in der Wüste war und mir einfach nur so dachte, nichts als Sand. Egal ob im Westen, Süden, Osten oder Nord. VPN. Der VPN-Anbieter deines Vertrauens ist zurück. Der Bedrohungsschutz Pro blockiert Websites, die gefälscht oder schädlich sind oder die für Phishing, Betrug oder Scams verwendet werden. Ihr nichtsnutzige, faule, privilegierte... Du lädst eine Datei herunter. Der Bedrohungsschutz Pro prüft sie auf Schadsoftware. Ich weiß auch nicht, Mann. Sollen wir den Kryptokurs von ihm wirklich runterladen? Weil, hast recht, der sieht eigentlich auch an sich vertrauenswürdig aus. Ja, komm. Kauf keine Bitcoin! 12 Sekunden später. Hallo? Guten Tag, ist der NordVPN Kundenservice. Ich hab hier gesehen, Sie haben sich da gerade wirklich eine ganz üble Schadsoftware runtergeladen lassen. Das bitte in Zukunft, ja. Das Ding kann Ihnen komplett um die Ohren fliegen. Was meinen Sie mit Schadsoftware? Hören Sie mal zu, ich hab jetzt hier gleich Feierabend, deswegen... Löschen Sie das Ding jetzt mal ganz wieder schnell. Schütze dich proaktiv vor Cyberkriminellen und aktiviere einfach den Dark Web Monitor in deiner NordVPN-App. Hol dir den exklusiven NordVPN-Deal plus 4 Bonusmonate. Risikofrei mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Hol dir NordVPN oder bleib ein Lelek. Auch für die Leute, die endlich mal wieder Werbung sehen wollten, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Manchmal ist es ja so, Leute aus der Szene entscheiden sich einfach mal kurzerhand was Gutes zu tun. Und auch ApoRed hat unser Transformationsprogramm gesehen. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Twitch-Streamer, bekannt dafür, dass sie Baller Baller im Kopf und eigentlich so gesellschaftlich der größte Schmutz sind. War klar. Ich bin mal aber gespannt, wie er sich selber einschätzt. Meine Arme sind mein schwächster Muskel und selbst meine Arme sind heftiger als bei denen komplett. Er hat eine schlanke Figur und hat leichte Muskulatur. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich finde, dass er armtechnisch etwas mehr in diese Richtung... Keine!
Also, guck mal, Red, wenn du so heftige Proportionen hast, wie ist es dann bei dir mit den Sizes von den Klamotten? Bei mir, meine Brust, seht ihr? Guck mal, wie schmal das hier ist. Ich trage Frauengürtel. Das ist eine Frauenhose und die ist mir zu groß, weil meine Taille schmal ist. Mein Frame, Freunde, das ist nicht nur Genetik, das ist auch harte Arbeit. Ihr versteht das nicht. Ach so. Denkt ihr, Urs trägt auch Frauenhosen? Weil seine Taille ja schmal ist und halt sein Frame, muss ich ihn nächstes Mal mal fragen. Guckt euch mal diesen Brustrücken und... Ich möchte dem Thema trotzdem eine Chance geben. Ich möchte das Ganze hier nicht belächeln. Guck mal, vielleicht gibt es ja noch einen Tipp, den er uns mitgeben kann. Oder irgendwas, was er in seiner Trainingslaufbahn an Erfahrung gesammelt hat. Hau ich jetzt, schneidet euch an, das ApoRED Anime Main Character Transformationspaket raus. Und wenn ihr darauf hört, sind die meisten von euch in der Lage, schon in 2 Wochen einen Sixpack zu bekommen. Und da kommen jetzt Leute, die sagen, ey, das ist voll unrealistisch. Doch. Ein Kollege von mir hat innerhalb von 4 Stunden 16 Kilo abgenommen. Wenn ich diese Aussage wirklich nochmal mir durch den Kopf gehen lasse, dann verstehe ich jetzt auch immer mehr, warum das O in ApoRED für Oh Shit steht. Ihr könnt in 2 Wochen ein Sixpack erreichen, wenn ihr bereits ein Sixpack habt. Oh Shit. Wir haben uns jetzt viel mit dem Thema Beefs und vor allem natürlich mit dem Thema Fitness beschäftigt. Ich finde, wir sollten das Thema mal einfach jetzt abklingen lassen und ein bisschen Entspannung reinbringen. Es geht ums Thema Dating. Ist das Single? Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Und ihr kennt ja das bekannte Format, wo so eine Leinwand aufgehangen wird und naja, die Leute halt ausgewählt werden. Und wenn du rausgewählt wurdest, dann ist die Situation ja meistens etwas unangenehm, aber die wird dann auch relativ schnell aufgelöst, weil man einfach keine Lust darauf hat. Das dachte ich zumindest bis heute. Hallo, was geht ab? Alles gut? Hallo. Hallo. Ja. Erik. Ja, ihr könnt euch jetzt unterhalten oder so. Ja. Du machst so unangenehm. Ja, du machst immer unangenehm. Nein, Quatsch. Ja, ist besser, wenn wir rausgehen. Ich fahr raus? Ja, du sollst. Ja, nee, warte. Ja, doch, du sollst auch. Komm zurück, bitte. Ja. Ja, ist gut. Schönes Wetter heute. Ja, sehr schön. Sollen wir einfach gehen? Er denkt jetzt, es ist unangenehm und so, aber in solchen Situationen müsst ihr einfach mal jemanden haben, auf den ihr hören könnt. Und ich persönlich höre da meistens einfach auf die Worte von Emma Louise, weil die hat für solche Situationen eigentlich immer einen passenden Spruch parat. Ich frage mich, ob ich jemals wieder Bock auf Daten habe oder ob das jetzt einfach mein für immer Ist-Zustand ist, dass ich einfach sage, ich hasse Daten. Weil ich hasse es nicht, aber ich hasse es schon. Danke, Emma. Ich ziehe mir deine neuen Videos mit Sonnenbrille sehr, sehr gerne rein. Aber das ist nicht genug vom Thema Daten. Wir haben dann noch ganz andere Kaliber aufgefahren. Ich verstehe zum Beispiel gar keine Ironie, deswegen ich habe voll Schwierigkeiten. Ich habe manchmal so, ja, ich habe wirklich schwer mit Ironie. Wirklich? Wirklich. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, ich merk's. Ja. Leute, die keine Ironie verstehen, habe ich noch nie getroffen, um ehrlich zu sein. Zwischenzeitlich, was geht bei Tomatolix? Ich habe das Ganze geraucht, bin nach hinten gekippt und dann ging es auch schon los. Hui. Okay, alles klar. Liebe Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin unfassbar froh, dass wir gerade wöchentlich Videos machen. Schreibt mir doch gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das findet aktuell, dass wirklich jede Woche ein Video kommt. Ihr könnt zum Beispiel sowas schreiben wie: Verpiss doch!